Ein weiteres meiner Lieblingsbilder vom Mond wurde von den Apollo 15 Astronauten gemacht. Es zeigt ein Flugzeug oder Raumschiffrumpf, der auf der Mondoberfläche liegt. Messungen ergaben, dass er 1,5 Kilometer lang ist. Das Objekt sieht aus wie ein normales Düsenflugzeug, von dem Tragflächen und Heck entfernt wurden. Es ist riesig und zigarrenförmig, liegt einfach da rum und wirkt definitiv künstlich. Auf einem zweiten Rutledge-Video ist die vermeintliche Apollo 20-Kapsel auf dem Flug zum Mond zu sehen. Den Angaben zufolge wird sie entweder von einem anderen Raumfahrzeug verfolgt oder die beiden Schiffe bereiten sich auf ein Weltraum-Rendezvous vor. Rutledge macht hierzu keine genaueren Angaben. Allerdings vertreten manche die Meinung, dass Aufnahmen, die angeblich ebenfalls von dieser Mission stammen, authentisch wirken. In einer weiteren Sequenz ist scheinbar das Innere einer Mondlandefähre zu sehen, inklusive einem NASA-Missionsabzeichen. Es ist alles da, was man erwarten würde. Ein Emblem mit der russischen und der amerikanischen Fahne verstärkt den beabsichtigten Eindruck, dass es sich um eine gemeinsame Mission der USA und der UdSSR handeln soll. Die mutmaßliche Landesequenz macht noch deutlicher, was Rutledge nachweisen wollte. Das Apollo 20-Material von William Rutledge gleicht dem anderer Mondmissionen. Vor der Landung wird etwas sichtbar, das der Struktur auf dem Apollo 15-Foto gleicht. Das Objekt erinnert an einen Flugzeugrumpf, also an das angebliche außerirdische Raumschiff, dem sich die Apollo 20-Besatzung, laut Rutledge, während des Anflugs näherte. In seinem Internetvideo wird auch auf den scheinbaren Zusammenhang der beiden Aufnahmen hingewiesen. Er wollte, dass die Leute glauben, was er behauptet, und entwickelte folgende Idee. Auf einem Apollo 15-Foto war etwas zu sehen, das mit der Apollo 20-Mission geborgen werden sollte. Doch dem Ganzen wurde noch etwas draufgesetzt. Zahlreiche Internet-User haben über den Wahrheitsgehalt dieser Aufnahmen nachgegrübelt. Nachdem die Fähre aufgesetzt hatte, sieht man offenbar die Oberfläche des Mondes. Dort steht ein weiteres Mondlandegefährt, das vielleicht russischer Herkunft ist. Beim anschließenden Kameraschwenk kommt dann etwas völlig Unerwartetes ins Bild. Der Gegenstand in der Fähre sieht wie eine Frau aus. Auf ihrem Gesicht scheint eine Art Wachs aufgebracht zu sein. Vermutlich soll es sich dabei um eine Außerirdische aus dem Raumschiff handeln, das auf dem Apollo 15-Material abgebildet ist. Die Nahaufnahmen sollen zeigen, dass die Haut entweder mumifiziert oder mit einer unbekannten Glasur überzogen wurde. Das Gesicht wirkt würdevoll, weswegen ihr von der angeblichen Apollo 20-Besatzung der Spitzname Mona Lisa verliehen wurde. Ob nun echt oder nicht, die Aufnahmen sorgten unter UFO-Gläubigen für Aufsehen. Das wurde durch eine weitere Filmsequenz noch gesteigert. Ist dies derselbe Alien oder soll nahegelegt werden, dass bei der sogenannten Apollo 20-Mission ein zweiter Außerirdischer entdeckt wurde? Im Endeffekt liefert das Video keine Antworten. Im Gegenteil, Ufologen stellten sich mehrere Fragen. Warum sind Augen und Mund offenbar miteinander verbunden? Halten Schläuche und andere Geräte das Wesen am Leben? Rutledge zufolge war der Körper nicht intakt, man habe nur Teile davon entdeckt. Das Video zeigt vermeintlich den Kopf einer Frau, deren Augen von einer Art Draht offen gehalten werden. Worum es sich auch immer handeln mag, auf den Bildern sind ebenfalls seltsame Schriftzeichen zu sehen. Darüber und über den Zustand wurde viel diskutiert. Auch wurden mögliche Verbindungen zur irdischen Mythologie und Kultur ins Spiel gebracht.
Der weibliche Alien scheint Geräte zu haben, die Mund und Augen miteinander verbinden. Sie reichen bis zu einem Punkt auf der Stirn, wo ein drittes Auge sein könnte. Die Möglichkeit eines dritten Auges der Außerirdischen ist von Bedeutung. Dies hatte vielleicht Einfluss auf die Entwicklung der Menschheit, zum Beispiel auf den Hinduismus. In dieser Religion steht das dritte oder geistige Auge auf der Stirn für Erleuchtung.